Ja, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Neverwinter Nights. Wundert euch bitte nicht, falls es dem einen oder anderen auffallen sollte, dass das Inventar nicht mehr unbedingt ein paar Gegenstände hat, die wir vor der letzten Folge aufgenommen haben. Denn mir ist während des Spiels, während der Aufnahme das Spiel abgestürzt und ja, da war das weg und ich hatte noch keinen Speicher gesetzt ab diesem Punkt hier. Also ich hatte diese Ebene schon so weit abgeschlossen und dann ist mir das Spiel hinübergegangen. Deswegen musste ich das nochmal eben einmal wieder rekonstruieren, so gut es ging. Habe noch eben einen Stärketrank genommen und Grimmigbeißer ist schon da drauf und dran, die ersten Wächter hier zu erledigen, die hier rumlaufen. Ja. Das können wir in Ruhe mal eben durchschauen. Oder eben mit zusehen. Denn ja, viel ist hier auch nicht mehr. Also doch, hier ist noch ein besonderer Gegner, der ziemlich heftig ist und den hatte ich auch nur gerade so überlebt. Nein, den ganzen Spaß nochmal von vorne. Ich mag nicht mehr. Nur eine Slatzunge, da sind noch Überreste. Na komm. Und ich hatte auch seine Habseligkeiten noch nicht durchsucht. Von dem schweren Gegner. Also direkt nach dem Sieg über diesen schweren Gegner ist mir das Spiel hinübergegangen. Ach, naja, super. So passiert das halt. Aber wir haben den Portalstein für Ebene 4. Das ist noch eine Information, die ich kannte. Aber ob wir jetzt noch den für Ebene 3 bekommen, bin ich mir nicht sicher. Das weiß ich nämlich nicht. Weil ich nicht weiß, was der besondere Gegner dafür ob der einen Portalstein hat und wenn ja, was für ein. So, zack, hinterhältiger Angriff erledigt. Du bist hinüber, mein Freund. So. Kritische Wunden. Alexandrit. Ach, war die schon wieder voll? Sieht ganz so aus. Sieht ganz so aus. Mittelschwere Wunden. Hey, den haben wir ja sowas von überhaupt nicht nötig. Naja, egal. Dann nehmen wir den halt auf. Hier ist eine Falle. Die entschärfe ich jetzt mal zuerst, denn ich weiß, dass sich hier hinter ein Gegner befindet. Hallo? Gegner. Und wird er erledigen, bevor der sich unsichtbar macht. Nein. Weil sonst ist hier nämlich nichts. Der ist nicht tot. Der ist hier noch. Weil sonst würde er ja hier liegen. Wo bist du? Ich hör dich. Dafür ist Lauschen nämlich so schön wichtig. Wir hören die unsichtbaren Leute. Der hat sich nämlich nur versucht zu verstecken. Komm her, Grimmigbeißer. Wir haben noch was zu tun. Die ersten beiden Türen hier sind noch recht ungefährlich für uns. So viel steht schon mal fest. Hier ist eine Truhe. Und wir haben eine Falle ausgelöst, die so gut wie nichts bewirkt hat bei uns. Ja, auch das. Achso, wir hatten Reflexwurf gegen Fallen. Und das hat uns erfolgreich von dieser Falle geschützt. So passiert das. So. Jetzt werde ich mir aber sicherheitshalber vor dieser Tür einen Schnellspeicherpunkt setzen, falls das Spiel nochmal hinüber gehen sollte, dann ja, können wir von hier aus wieder starten. Und der ist ein bisschen schwieriger, deswegen hier rein und dann Monster herbeischwören. Dass er sein ganzes Pulver an dem herbeigezauberten Schreckenseber auslässt. Weil der wirkt nämlich jede Menge Schutzzauber. Und also was? Der große Mann trägt eine nervöse Würde zur Schau, als hätte er Angst, seine wahre Natur zu zeigen. Könne sie aber auch nicht völlig verbergen. So, wir lassen jetzt erstmal den
tollen Eber, ja, der ist hinüber. Und negativer Energiestrahl, das lege ich mir als nächstes rein. Können wir die Schreckensspinne jetzt herauslocken? Zack. Negativer Energieschlag gegen Zauberer. So. Bin der Obermagier. Ein Obermagier ist das. Ja. Yeah. Gift neutralisieren. Also, Angriffszauber haben wir jetzt alle rausgehauen, die wir haben. Da haben wir die auch mal eingesetzt. Hätte ich mir vielleicht doch nochmal wieder ein paar holen. Wir haben jetzt aber einen Slot frei. Da können wir erstmal irgendwas Unwichtiges, glaube ich, reinlegen. Was können wir denn da reinlegen? Ausdauer haben wir, glaube ich. Ja, haben wir schon. Unsichtbarkeit. Oh ja, Unsichtbarkeit. Die werden wir auch mal jetzt einsetzen. Einfach, um ein bisschen geschützt zu sein. Jetzt gehen wir hier hin, denn wir haben ihn gehört. Und ihr seht, wenn wir angreifen, wird die Unsichtbarkeit aufgelöst. Aber man kann sich mit der Unsichtbarkeit ein bisschen schützen. Und jetzt ist ja gar nicht so schwierig mehr, wenn man schön vorher den beschwörtes Monster losschickt. Bring ihn mir nicht um. Oh. Nein! Grimmigbeißer ist hinüber. Nein, 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 nein. Können wir ihn wiederholen mit dem Rückrufstein? Geht das im Herrturm? Es geht. Ich wurde der Oma. Es geht. Ich finde das super. Hey, Moment. Dann können wir gleich mal gucken, ob wir ein bisschen... Ich grüße euch. Ja, erstmal heilen. Super. Und was haben wir denn hier so ein paar an Angriffszauber, die wir eventuell mal benutzen könnten? Gift, Krankheit, Stille. Oh, einen Moment, Leutchen. Wieder einmal mein Handy, das ist momentan doch ganz wichtig. Allein ein W8 Schadenspunkte betäubt. Oh, Geräuschexplosion, die wollen wir uns einmal anschauen. Wenn die gut ist, nehmen wir sie mit. Toderwecken, Genesung, negativer Energieschlag, was hat der eigentlich gebracht? Ein Stärkepunkt, bla 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 bla. Das bringt uns nichts. Mhm. Auferstehung, Todeskreis. Also eigentlich nur die Geräuschexplosion. Dann nehmen wir mal, ja, ich würde sagen so 5 Stück mit. Einfach nur, um noch den Fernangriff ein bisschen zu verstärken hier. Vielleicht ist es ja gut, wenn nicht. Och. Scheiß drauf. So. Heilertasche plus 6. Die können wir eigentlich mal wieder auf 10 Stück aufrüsten. So. Und plus 3 haben wir auch noch. Ne, plus 10 haben wir nicht mehr. Gut, 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 gut. Das war's dann auch. Danke. Und dann zurück. Herrturm, zweite Ebene. Ja, es geht. So, Überreste, was hast du denn? Ein Schutzring plus 2 wird verkauft. Ring des klaren Denkens wird verkauft. Zauberstab nicht identifiziert und Zauberstecken nicht identifiziert. Können wir das hin? Stab der magischen Geschosse. Können wir benutzen. Benutzen wir auch. Ja, doch. Schnelligkeit, den Trank benutzen wir ja eh kaum. Legen wir mal die Ausdauer dahin. Einmal ganz kurz und da den Stab. Wir können das nachher immer noch wieder tauschen. Nicht identifiziert. Wo haben wir Wissen? Da haben wir ein bisschen was von gebunkert noch. Verteidigung stecken. So, wird verkauft.
Die Truhe hat er ja schon mal kaputt gemacht. Und Ebene 3. Sehr schön. Und Ebene 5. Wo haben wir denn Ebene 4 gelassen? Ach, da. Zack. Und Ebene 5. Also haben wir 3, 4, 5. So. Ja, wenn schon, dann muss alles ordentlich sein. 3, 4, 5. So. Öffnen. Falle ausgelöst. Tja, Falle ausgewichen. Ebene 6. Juhu. Heilertasche plus 10. Doppeljuhu. Uhoho. Dann wollen wir doch mal auf Ebene 3. Ebene 3. Wir steigen hier stetig bergauf. Und jetzt erstmal Pause und gucken, was hier los ist. Magierlabor, Bücherei, Magierlabor, Portal, Portal. Also hier scheint ordentlich was schiefgelaufen zu sein. Hier liegen ein paar Leichen rum, es brennt alles. Kritische Wunden heilen und eine Nachricht, die wir natürlich lesen. Die Streitkräfte Maurits haben die Kontrolle über den Nordturm. Erzmagier Arklem ist nirgends zu finden. Wie konnte es Maurim gelingen, so kurzer Zeit unbemerkt so viele Anhänger um sie zu schauen? Es ist unglaublich. Delta Gar hat uns den Befehl erteilt, die Experimente freizulassen. Mit ein wenig Glück werden sie Valinda und ihre Männer mehr Ärger bereiten als uns. Wenn ihr diese Botschaft findet und nicht Maurons Lügen erlegen seid, so flieht aus dem Turm. Ihr dürft auf keinen Fall in seine Hände fallen. Die Geheimnisse der Bruderschaft werden nicht verloren gehen. Wir werden zurückkehren. Oh, hier ist böse was schief gegangen, aber richtig. Ja, den können wir schon mal so einsammeln und da Feuer Opal. Hatten wir schon einmal. Wo ist der denn? Da. Edelstein. Wir gehen erstmal ins Labor. In die Bücherei. Morgenstern plus 3. Hm, eine mächtige Waffe. Uns aber total shit egal. Hier ist... Ah, Gargüle. Gar nicht gesehen. Jetzt habe ich mich aber ganz kurz ein klein bisschen verjagt. So, ein Buch. Die Zeit der Sorgen. Noch haben wir Platz dafür. Obwohl ich mir sicher bin, dass wir dieses Buch schon haben. Da sind nur Gargüle-Schädel. Die Zeit der Sorgen. Das haben wir jetzt aber definitiv schon. Welche Überraschung, den habe ich jetzt gesehen. Forschungstagebuch über den Blutkrieg. Interessant. Der den Portal, wie eben du bist, und der Höhlen eingestellt hat, um den ewigen Blutkrieg zu erforschen. Das ist ein einziger interessanter Punkt. Es wird an einigen Stellen hingewiesen, dass die Einstellung eines Portals leicht durch Material der entgegengesetzten Ebene gestört werden kann. Ja, das heißt, es sind zwei Portale. Auf jeden wird das ein Gegenstand der anderen Ebene sein. Damit werden wir dieses wahrscheinlich dann schließen können. Nom, 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 nom. Gut, das heißt, wir gehen hier lang, weil hier ist keine Falle. Intelligent gemacht auf jeden Fall und gehen hier direkt rum und sehen, dass hier das Portal ist. Und erledigen uns des Impels. Und ein nicht identifiziertes Amulett, das wir so noch nicht identifizieren können, das lassen wir auch. Das Kohlebecken genauer untersuchen. Misserfolg. Einen Schuttbrocken in die Flammen werfen. Das Kohlebecken verlassen. Ja, wir brauchen was dafür. Wir brauchen was ganz Spezielles. Wir laufen hier an der Außenseite lang. Und gucken nach, was hier passiert. Hier wird wohl der Blutkrieg nochmal nachgestellt. Ja, sie kämpfen alle gegeneinander. Und wir hauen da einfach mal mitten drin. Denn wir machen hier alle weg. So. Kommt, macht euch weg. Macht euch alle weg.
Überreste im Auge. Ja, sammeln wir ein. Quasi das Auge. So, und jetzt muss ich einmal kurz hier pausieren. So, denn ich möchte ja nur mal einen kleinen Überblick haben hier, was hier immer alles rumliegt. Quasi-Auge, Impfauge, das wird wahrscheinlich alles dasselbe sein jetzt. Schauen wir mal. Ja, ja, ja. Gut, haben wir noch da was zu übernehmen? Gerätschaften eines Alchemisten. Hier werden wahrscheinlich unendlich viele Imps und so kommen. Und deswegen werden wir mal eben hier in Ruhe alles aufnehmen. Erklärung der Schwertküste, ja, 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 ja. Labornotizen. Zwei Ingriffe, die in die Alchemisten legen werden können. Schädel einer Gargüle und die Zunge eines Slats. Welcher Zauber als Auslöser für die Beizung des Gegenstands dient, aber der letzten Zeit löst die magische Ziel erreicht. Säure, gut. Haben wir irgendwo ein Slat hier? Keine Ahnung. Goldmünze, Geschicklichkeitsarmschienen und Parteienstelle Ebene 4. Hatten wir, glaube ich, schon, aber egal. Geh weg. Ich will mal gerne ausprobieren, ob wir jetzt hier den Tor, das Portal hier schließen können, indem wir dort jetzt das Quasi-Auge reinlegen. Ihr seid momentan zu angespannt, um zu sprechen. Ja, wir müssen erst die Leute hier besiegen. Töte! Tötet, tötet, tötet. Quest, Gefolgsmann. Ja, danke. So, Auge eines Quasits in die Flammen werfen. Ja, wir haben das Portal erledigt. Das ist schon des Rätsels Lösung. Das heißt, auf der anderen Seite werden wir das Imp-Auge reinlegen und können dann in Ruhe uns hier bewegen. Und wir brauchen löst die Komponenten auf. Das heißt, wir brauchen Säure, um einen Gegenstand herzustellen und eine Slatzunge und einen Gargülenschädel. Slatzunge haben wir ja in der Ebene 2 gefunden. Die könnten wir halt noch mitnehmen. Ich glaube aber, wir haben sogar eine im Inventar. Und ein Gargülenschädel. Die fliegen ja hier zu Genüge rum. Ist halt nur die Frage, wo kriegen wir jetzt einen Säurezauber her, den wir auch nutzen können. Weil ich will diesen Gegenstand haben. Größerer quasi. Auch du wirst dran glauben müssen. Und das eine Kiste. Ich hoffe, da ist der gesuchte Zauber drin. Geht mal weg hier. Streitkolben, nicht identifiziert. Ach, wir haben ja Säurewaffen. So. So, die Augen eines Imps hineinlegen. Danke. So, dann schaue ich noch mal nach. Haben wir alle wichtigen Inkredenzien eigentlich dabei? Eine Slatzunge. Keine Ahnung, gucken wir da mal in die Beutel. Hier nicht. Doch, die haben wir dabei. Slatzunge haben wir da. Wir müssen nur noch den Gargülenschädel einsammeln. Ja, 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 ja. Ja, lauf da mal ruhig durch, das interessiert mich nicht. Und dann machen wir nämlich den Test einfach, ob wir nämlich einfach mit der Waffe drauf loshaken können.
Gargülenschädel, hallo. Die legen wir in die Gerätschaften des Alchemisten und können einen Gegenstand damit herbeizaubern, erschaffen. Das will ich doch gerne tun. Das will ich doch gerne tun. So, den und jetzt, wenn wir den da schon mal rauslegen können, schließen. So, Slatzunge. Nein, zumachen. Einmal schnell speichern. Und einschlagen. Ah, schon falsche Waffe. Diese einschlagen. Okay, Forschungstagebuch noch einmal zur Hand nehmen. Ne, nicht dieses. Dieses. Dass auf dieser Ebene ein Labor befindet, dessen Zweck es ist, eine mächtige Waffe herbeizuzaubern. Die Beschreibung ist an Kampf und Zweig. Das ist nicht ganz klar. Magier-Labor. Das ist doch das Labor, oder nicht? Täusche ich mich jetzt? Diese Überreste sehen anders aus als diese, aber es ist immer dasselbe. Eine Auge und ein Auge. Und wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir Säure bekommen. Magische Geschoss, Geräusch, Explosion, wo kriegen wir jetzt Säure her? Ja, okay. Ich werde diese Säure sonst in einem Magiegeschäft kaufen gehen, diesen Spruch. Mache das aber eben offscreen und werde dann hier wieder mich hinterteleportieren. Und das seht ihr dann alles aber in der nächsten Folge. Bis dahin, gehabt euch wohl.